Willkommen bei The Council, einem Episoden-Adventure, über das ich ehrlich gesagt nicht sonderlich viel weiß, nur dass es im 18. Jahrhundert spielt, dass es um eine Geheimgesellschaft geht und dass man wohl recht viele Sachen so charaktermenümäßig einstellen kann und viele Wege dadurch sich ergeben. Aber schauen wir doch einfach mal rein, das ist jetzt hier die erste Episode. Die gibt's jetzt, ist gerade frisch erschienen, also gucken wir mal, was das so kann. Stop! You're not getting anywhere with this von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen! Nothing. Not a sound. No one's coming to save you. Huh, that's what you think. The Golden Order knows exactly where we are. By the time your ridiculous secret society turns up, I'll be long gone. As for you, nothing will remain of your body. If you touch a single hair on my mother's head, I'll skin you alive. You know, Louis, I have no intention of beating your dear mother. There are more persuasive ways of making you talk. You've stolen something from me that I intend to get back. Where have you hidden it? Von Borchert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished. We know you're planning on selling it at one of Lord Mortimer's parties. All right? Just tell us who the buyer is and we can make a deal. You've no idea of the trouble you've gotten yourselves into. Oh, but you will tell me where it's hidden. I can promise you that. Oh, stop annoying our host, Louis. Son, didn't what happened to you in Rome teach you anything? Just a few more minutes and my concoction will be ready. With this, your bodies will dissolve in less than 4 hours. You'll see. It loosens tongues in no time. You know, I have to admit, Mother, the only thing you've ever taught me is that damn motto of yours. Always remain rational and open. I got it. I've opened the shackles. Draw him over here. I'll take care of him. Von Borchert! Von Borchert! Hmm? Listen, let's make a deal. I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Oh, what are you playing at? Don't worry, Mother. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so. For the last time, where is Al-Azif? Let me do this. Trust me. Na, da hören wir natürlich auf Mama. Please, be my guest, Mother. Hm? Ah. Ah. Well done, Louis. You reacted perfectly. How do you feel, Mother? Couldn't be better. He's alive. So I can question him after we get back. Pity he's just a middleman. Means I haven't finished with this case. Oh, I had a feeling you'd be running off on one of your adventures again, Mother. You know what? I'm warning you. This time, I'm coming with you. No. Even though you impress me more and more, I have to do this on my own. Mother, you're no spring chicken anymore. Come on, let's go home. And don't forget to send our men to tend to von Borchert.
Well done, Mother. You just had to pick up Von Bertrand's trail on your own, didn't you? You ditch me in Paris with no explanation, and off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer? And now he writes me to say that you've gone missing on his private island? Which, by the way, looks more like a big rock than a paradise island. The least he could do is explain to me how he managed to lose you. In any case, it is time for you to stop all this, Mother. It no longer suits your age. Well, I'm sure I'll find you once again, slogging through the caves beneath the island, searching for some long-lost mystical object that you just can't live without. I'm already hating this trip, and all I've done is think about it. Contrary to what one may be able to imagine, it was not the host himself who invited me. Well now, Duchess, we find ourselves both invited by Sir Horne. Well, how very amusing. Perhaps we have some common interests, Your Eminence. Is this your first time at one of Lord Mortimer's legendary parties? Oh, no. We have been friends since long ago. But as I'm doing some business with Sir Horne, the invitation came from him. Well, I simply can't wait for all the festivities to begin. And you, good sir, what brings you here? Lord Mortimer asked me to join him. We have some business to take care of. Oh, how mysterious. You adapt quickly, my son. You get along here like a fish in water. Would you believe that we are all here hoping to solve our personal issues? You'll see. Right. I doubt that you came here to look for your mother, Your Eminence. Anyway, consider yourself fortunate, young man. Because there are many who dream of simply one day setting foot on this island. And only a very few ever make it. Indeed, I imagine this must be your first time here. Leiten wir die Frage mal weiter. And you, Duchess? You seem to be quite accustomed to things here. Am I right? I do not think that one can ever get accustomed to what Lord Mortimer prepares for his guests. But you are right. This is not the first time I've been on this wharf. If you've come back again, I imagine you must find it to be of some interest. Here, everything is possible if you make the right choices. It really is up to you whether you leave better off or not. Please excuse me if you find me overly curious, young man. I did not mean to cause you any embarrassment. Come, Duchess. They are waiting for us. We're moving, Monsieur de Richet, if you would like to join us. I'm coming, Duchess. A cardinal? A duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious. If I'd known, I would have gone for a better suit. Ah! Are you all right? Mother? Oh shit, your hand! So? Haben die damals wirklich schon oh shit gesagt? Okay, it's done. Did you put it in a safe place? Yes. I made sure no one was following me. Don't worry, Sarah, no one's going to find it. Are you absolutely sure? Yes, I'm sure. Right. Just one thing left to do. No, Mother, don't! What? Have you lost your mind? There's no other way. If you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I trusted you. No, Sarah! Don't! No! No! You can run if you want to, Sarah. But you will pay me to die. You. Louis, are you all right? What's going on? Here, take this. I'm sorry. Keep it. Are you better? I'm fine.
Don't worry. It's getting late. Why don't you just go on ahead and I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes. I'm sorry. I'm sure. Yes. Fine. I definitely have to find Mother quickly. Am I going crazy or what? This can't be real. The Duchess arrived with me. What's happening to me, for God's sake? I absolutely need to find you, Mother. So, und jetzt darf ich mich auch mal ein bisschen umsehen. Ein bisschen schauen, was hier Sache ist. Also, Monsieur. Dann gucken wir doch mal, was man hier so machen kann. Louis, during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess? I'm not sure if you remember, but we've met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? So, wähle deine Klasse. Ja, es gibt drei Charakterklassen und die schalten verschiedene Fähigkeiten frei. Diesen Anfang hier, das habe ich im Menü schon mal gesehen. Ich würde jetzt mal den Detektiv wählen. Der hat dann die Fähigkeiten Befragung, Aufmerksamkeit, Psychologie, Gewandtheit und Logik. Wie das alles genau funktioniert, können wir dann nochmal ein bisschen schauen. Ich habe drei Punkte verfügbar, die ich ausgeben kann. Und hier sieht man, das wären die anderen Bäume gewesen. Dann wären hier diese Fähigkeiten, die die haben, die anderen Trees, dann wären die schon freigeschaltet. Aber ich habe bis jetzt erst diese hier freigeschaltet und alle auf Stufe 1. Und ich kann die erhöhen, indem ich da Punkte reinmache. Hier sieht man zum Beispiel 3 Punkte nötig für Stufe 2 bei Psychologie. Das könnte ich jetzt mal machen. Ich habe ja 3 Punkte. Zack. Dann sind die da reingepackt und man sieht hier oben, es gibt auch irgendwie ein Level-System. Braucht man also Punkte, um da hoch, um das hochzupushen. Das nehmen wir jetzt mal so an. Well. Over the last few years, I've solved a number of crime cases. Like the chauffeur d'Auger, for example. Thieves that tortured their victims with burning embers. Hmm, charming. How did you catch them? I told the most cowardly one that the others had given him up. Ah, and I wager your thief suddenly started to talk. You wouldn't believe it. He told us everything. The jobs, the stashes, the names of his partners. Couldn't shut him up. I heard about that case, but I didn't know you were the one who solved it. I'm flattered that the news made it across the channel. And you've got a darn good memory, Duchess. Well, they say I have the memory of two people. But please, call me Emily. Fine, Emily. Tell me, I was actually helped on that case by my mother. You wouldn't know her by any chance. Wait, Louis. We've already met. You do remember me, don't you? Nee, also... Nicht, dass ich wüsste. Please excuse me, madam. I'm sure we've met before, but I don't remember where. Hmm. I appreciate your honesty, even if it's not very flattering for me. I imagine that with your beauty, madam, it's the first time a man hasn't remembered your face. Well, I must say, you make up for yourself rather elegantly. Please stop torturing me. I'm completely at your mercy. Where have we met? 4 years ago, in London? No, sorry. I don't remember. In the office of William Pitt. Remember? No? I am so sorry, Emily, but I really don't remember you. Let's drop it, Louis. It doesn't matter. Right, time to go to the manor. Das wirkte jetzt so, als hätte sie uns noch irgendwie was, ja, sagen wollen, auf irgendwas hinstupsen wollen, aber scheinbar weiß Louis nicht, was da Sache ist. Hinweissuche. Deine Fertigkeiten erlauben dir, versteckte Details zu entdecken. Wähle die am besten zur aktuellen Situation passende Stelle aus, um versteckte Details zu offenbaren. Für die Hinweissuche werden keine Konzentrationspunkte fällig. Du musst lediglich die passende Fertigkeit besitzen, um zur entsprechenden Hinweissuche zu gelangen. Dann gucken wir doch mal. Also man kann jetzt hier entweder auf ihre Lippen oder hier auf die Halskette gucken. Das war falsch. Das war aber richtig. Und unten war viel Zeit weg. I ask her a question, she answers with another. Is she playing with me? Persönlichkeit. Jede Person, die du auf der Insel triffst, hat ihre eigene Persönlichkeit.
wodurch sie gegenüber manchen Fertigkeiten anfällig wird, anderen gegenüber hingegen immun bleibt. Um deine Ziele zu erreichen, musst du die Persönlichkeit deiner Konversationspartner kennen. Wenn du eine Fertigkeit einsetzt, gegen die eine Immunität vorliegt, wirst du keinen Erfolg haben und zugleich in den Zustand erschöpft geraten. Nutzt du hingegen eine Schwäche mit der entsprechenden Fertigkeit aus, erhältst du einen Konzentrationspunkt zurück. Immunität und Schwächen kannst du im Bereich Notizen im Menü finden. Okay. Emily, please excuse my insisting, but you still haven't answered about my mother. Do you know her? You'll see, Louis. Everybody here knows Sarah de Richet. I don't know where we're going like this, Emily, but you're connected to my mother one way or another. And if I can believe my vision, you don't have much of a place in her heart. So, und dann haben wir noch Talente. Talente erhältst du, indem du bestimmte Aktionen durchführst. Sieh dir die Bedingungen und Effekte der einzelnen Talente einmal genauer an, denn sie stellen interessante Verbesserungen dar. Ich glaube, jetzt wird es mal höchste Zeit, ins Menü zu schauen. Also, wir haben hier das Inventar. Hier unten sind nochmal Nutzgegenstände, die man, also Sachen, die man einsammeln kann, und bestimmt hier die Konzentrationspunkte, die sind hier drüben, um die wiederherzustellen. Man kann die auch erweitern, dazu muss man so Bernsteinstücke finden. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich den Teil jetzt hier schon weiß, ich musste den Anfang hier nochmal neu aufnehmen. Dann gibt es noch Sammlermünzen. Das sind scheinbar nur so Sammelobjekte. Und dann gibt es hier so Bücher, die man findet, und die geben einem dann nochmal Zusatzpunkte bei den Fertigkeiten. Und hier haben wir unser klassisches Inventar. Da ist hier zum Beispiel Emilys Taschentuch drin oder eben die Einladung von dem Mortimer. Also der hier, der Lord William Mortimer, der Marquis von Westfordshire, der uns hier auf die Insel eingeladen hat und der uns hier schreibt, dass er sich Sorgen macht, weil unsere Mutter verschwunden ist und sagt, wir sollen hierher kommen. Dann gibt es noch die Notizen zu den einzelnen Personen. Man sieht hier auch das ganze Feld, welche Personen es also gibt. Das erinnert so ein bisschen an die Sherlock Holmes Spiele. Hier hat man ein bisschen Informationen über die Sarah, wo drin verraten wird, dass sie die Geheimorganisation der Goldene Orden leitet und die in die höchsten politischen Kreise versucht zu bringen und sich da beim Ausbau dieses Ordens darauf konzentriert, den Themenbereich Okkultismus auszubauen, und das scheint wohl ein bisschen so ihr Steckenpferd zu sein. Und sie hat eben den Sohn, den Louis, den sie mal als ihren Nachfolger aufbauen will. Dann haben wir hier den Mann von der Kirche, den wir gerade schon getroffen haben, den Kardinal Giuseppe Piaggi. Und der ist ein Gesandter von Papst Pius dem VI., hat sich da irgendwie hochgearbeitet und dessen Vertrauen erarbeitet und wird jetzt quasi vom Heiligen Stuhl auf Missionen geschickt. Wir haben hier Louis selber, der, was ein bisschen komisch ist, hier steht dann irgendwie drin, ja, er war frühreif, ja toll, so viel zu der Information, und er hilft seiner Mutter bei Okkultismusfällen, und ich habe so generell so ein bisschen das Gefühl, er ist so ein bisschen ein kleines Muttersöhnchen, aber naja. Und er ist eben auch Mitglied hier von diesem Goldenen Orden, von diesem Geheimbund. Und dann haben wir hier die Emily Hillsborough, von der wir jetzt schon wissen, dass ihre Immunität, sie ist immun gegen Logik, okay? Ja, so kann man auch durchs Leben gehen. Das ist eine englische Herzogin mit guten Verbindungen zum englischen Königshaus, zur englischen Königsfamilie, und verheiratet wird wohl einem alten Adligen, wo man sagt, dass das wohl eher eine Schein- oder Vernunft-Ehe war. Sie ist libertär und modern, aber auch diskret und besonnen. Und sie hat gute Verbindungen. Nee, sie ist die Privatsekretärin des Premierminister William Pitt. Das war ja eben gerade auch das, was sie gesagt hat. Sie hätten sich im Büro von William Pitt mal vor 4 Jahren getroffen. Dann haben wir die Karte. Sieht man schon hier. Da geht es dann in Richtung des Herrenhauses. Dann haben wir hier unseren Charakter. Dann haben wir hier die Talente. Das ist ein bisschen Overkill. Die gehe ich jetzt auch nicht alle durch. Weil, ganz ehrlich, also da wird man ganz schön erschlagen. Und dann haben wir hier noch Eigenschaften. Ja, aber ich glaube, das können wir jetzt erstmal ein bisschen zur Seite lassen. Dann schauen wir uns einfach mal ein bisschen um, was hier so ist. Gelée Royale, das ist quasi, ja, Essen, womit man eine Konzentration wiederherstellt. Must be an incredible view from up there.
Impossible to set foot on the island without being seen from 300 meters away. Dann gibt's noch mehr Futter. Ist hier noch mehr zum Untersuchen? Nee, gerade noch nicht. Dann gehen wir mal ein Stückchen vorwärts. Und hier steht eine Wache. Ich weiß, ob ich die Wache jetzt schon... Good evening, okay. Sir. May I ask your name, please? Louis Maurras de Richet. Monsieur de Richet, delighted to welcome you among us, sir. You must be Sarah de Richet's son. I must tell you, we are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. I have an appointment with Lord Mortimer. Would you be so kind as to lead me to him? Unfortunately, sir, I cannot. I don't know exactly where my master is. But rest assured, sir, everyone is waiting for you at the manor. Sir Holm insists on welcoming you in person. Since your mother went missing, everyone has been concerned about finding her. Who is Sir Holm? A close friend of Lord Mortimer's. Please, rest assured, sir, it won't take us long to find your revered mother. Indeed, we are searching the quays again, because lights were seen at the wharf just last night. Where we are now? Indeed, sir. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After verification, none of the guests seemed to have left the manor last night. We think that perhaps sir's mother was here. Fertigkeiten. Fertigkeiten ermöglichen dir unter Einsatz von Konzentrationspunkten einzigartige Entscheidungen und Aktionen. Je höher dabei die Stufe der Fertigkeit ist, desto niedriger fallen die Konzentrationskosten aus. So. Und ich kann, weil ich jetzt hier den Detective gewählt habe, kann ich hier im Bereich Befragung Stufe 1 das hier wählen. And did you find anything then? We discovered a certain amount of damage, sir, on the wooden part of the wharf. What type of damage? Broken barrels, mainly. We'll do whatever is necessary to have them rapidly repaired. But quite frankly, I can't imagine what Sir's mother would have been doing with them. What could Mother have been doing with barrels? Nevertheless, our search of the wharf hasn't been entirely unsuccessful, though. What do you mean? We seem to have found an object that would appear to belong to Sir's mother. A handkerchief. The handkerchief is embroidered with the initials SDR. We came to the conclusion that they are the initials of Sir's mother, Sarah de Richet. I have orders to give it to Lord Mortimer as soon as I see him. I know my mother. She's not the kind to go for a midnight stroll on the wharf for nothing. I've got to find out what the hell she was doing here. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, sir. The one you arrived by. Wenn es keinen Punkt kostet, dann nehme ich doch das mal. Man sieht jetzt hier die anderen Entscheidungen, die ich nicht treffen kann, weil mir fehlt halt hier die Fähigkeit Manipulation und die Fähigkeit Überzeugung. Und ich könnte halt hier einfach vom Gespräch weggehen. Jetzt nehme ich mal das hier. Give me the handkerchief. I'll personally show it to Lord Mortimer. Well, I've traveled hard for several days in order to get here. Yes, but... Invited by your master. No, of course, but... Because my mother went missing right under your nose. Sir, please. And having only just arrived, you refused to give me her personal belongings? Of course not, sir. It was never my intention to contradict, sir. Here you are. I must return now. It is still much to prepare in order to welcome all the guests. It is indeed your handkerchief, Mother. You must have come here for a specific reason. I need to know what it is. Let's think. What could she have been doing out here on this wharf? A Latin inscription. En nesis, mi fili, quantilia produncia mundus regatur. So, und hier kann ich jetzt auch nichts machen, weil mir fehlen die Sprachkenntnisse oder die Okkultismuskenntnisse. Da kann ich also gar nichts mit anfangen. Und da hoch geht's noch nicht. Und ich kann mich aber umschauen. Gehen wir mal hier den Weg entlang. Das war ein bisschen Gelee. Liegt da auch einfach rum.
Hey, there's something not right about this floorboard. It's different from the rest. Somebody replaced it recently, but looks like it's fixed pretty solidly in place. It's going to be tough to rip it out of here. Also ich könnte jetzt 3 Punkte vergeben, um da ranzukommen. Ich könnte auch versuchen, die rauszunehmen. Oh, shit! It's not coming up. I'll never manage it barehanded. I need something to lever it with. Das machen wir jetzt aber noch nicht, diese 3 Punkte da verschwenden. Gucken wir erstmal kurz, was hier noch ist. Und lag da gerade was? Nee, sah gerade nur so ein bisschen aus. Und dann ist hier ein Tor, durch das wir nicht durchkommen. Get it open barehanded. Schloss knacken kann ich halt jetzt noch nicht. Und was ein bisschen albern ist, ist, ich kann jetzt, also hier ist tatsächlich, hier sind wirklich Felsen und es sieht so ein bisschen schwer im Dunkeln, aber hier ist wirklich so ein Felsweg so ein bisschen drüber, wo er einfach rübergehen könnte und dann einfach auf den Steg da hinten springen könnte. Das wäre wirklich gar kein Problem. Er würde nicht mal nasse Füße bekommen, aber es geht halt nicht, weil das nicht vom Spiel so vorgesehen ist. Und was auch ein bisschen kurios ist, es ist so ein... Also bin gespannt, ob das später auch so ist, aber diesen Teil, wie gesagt, diesen Anfang jetzt hier, da war es mir schon aufgefallen, man kann erst nach bestimmten Punkten dann bestimmte Sachen untersuchen. Die Barrel's been broken for quite some time. Weil jetzt sind hier deutlich mehr Objekte. This chest might belong to Duchess Hillsborough. Die er untersuchen kann. Zum Beispiel auch diese Stange, die er finden kann. Looks like a bar from an old gate. This miserable old bar has been broken fairly recently. The edges are still clean, and the tip is blackened. Without analysis to the contrary, I put my money on cannon powder. Nehme ich mit. Kann man bestimmt einen Holzstück gebrauchen. Sack of seeds. It's unopened. No one seems to have used any. Genau, und jetzt werden nämlich bestimmte Punkte dann doch nochmal interaktiv, obwohl man da eigentlich schon dran vorbei war. Some rope. Apparently no one's touched it for a good long time. A lantern. Nothing special. Aber jetzt haben wir hier eine Sammelmünze gefunden. Und hier sind noch Briefe drin. Let's see what's hidden inside. Untersuchen wir jetzt mal nach einem Hinweis. Ah, one of the letters is stamped with the seal of the order. And I recognize your handwriting anywhere, Mother. But who is this Samuel Ritter d'Auchois? Who are you writing to? I don't recognize the name. Let's see what's inside this letter. So. Dear Samuel. My stay on Lord Mortimer's island is going wonderfully well. As I find myself in such charming company, I plan to stay a few more weeks. Would you be so kind as to send me a gift that I'd like to give to our old friend Manuel Godoy? I would be most grateful. I have been told that he's going to join us here soon. I would like to mark the occasion. Thank you in advance. Yours devotedly, Sarah Faustine de Richet. What is your game here, Mother? Secrets, always more secrets. You never talk to anyone using language like this. Something's going on here. Who is this Samuel Ritter? And for crying out loud, who is this Manuel Godoy that you keep bringing up? Think! Godoy, Godoy, Manuel Godoy. Why does the name sound so familiar? Also da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, weil mir fehlt Politikfähigkeit. I'm guessing he's a man of some importance. Spanish, I'd say. But just can't put a face to him. Well, hope we meet to talk about it soon, Mother. I don't know what you've gotten yourself into this time, but I'll bet you've got a lot to tell me. So, jetzt können wir versuchen, ob wir das mal aufmachen können.
That does it. Let's see what's hidden inside. There's a book and also a bag. The Mysterium Cosmographicum. I know that book well. Mother used to read passages from it to me all the time. And judging from what I can see, it's the same one as hers. For crying out loud, what's happened to you, Mother? Manuskripte. Mit Manuskripten kannst du dich während deines Abenteuers weiterbilden. Zu Beginn jedes Kapitels legst du fest, welches Manuskript du lesen willst und erhältst dafür permanente Fertigkeitenpunkte. Let's look inside the bag. A little food, a few toiletries, a small key and some kind of black powder. Some fruit, a piece of bacon and some bread. The fruit's still firm. Bread's a bit stale. From the smell, this food's been here roughly 2 days. And if it's rationed, there's enough left to last 2 more days. Das kann der riechen? An iron key, completely rusted. You never know. It might be useful. I hope Mother wasn't counting on it. The bottom of the bag is covered in black powder. Shit, those are definitely my mother's things. I recognize her hairpins. This bag smells of her perfume. A piece of soap, some oils, and her powder puff. But what does all this mean? Right, just in case, I'll take it all. I'll give it back to Mother when I see her. Crying out loud. Why did you hide supplies in the middle of nowhere, Mother? I don't know what's going on here, but you obviously feel like you're in danger. So, und wie der Zufall so will, haben wir jetzt einen Schlüssel und der ist total verrostet. Könnte ja ein Hinweis sein, dass er hier an diesem wässrigen Tor gebraucht. There we are. Und Supplies. Achso, ich dachte, er geht von alleine durch. This looks like a pistol case, but it's empty. I don't know if this has anything to do with you, Mother, but if it does, at least now you're armed. Just like in my vision. And none of it's telling me anything useful. This wharf is used as storage for a lot of barrels. Uh-huh. What have we here? It's cannon powder. Kann ich auch wieder nicht untersuchen, wenn mir da was fehlt? I don't know what the person who left this barrel like this had in mind, but it's a waste. So, let's go through this. My mother's been hiding pieces of bread between the rotten boards of the wharf in the middle of the night. That's not normal. And if that weren't enough, looks now like she's armed. Meanwhile, she also takes the time to send out letters, reassuring whoever might be interested, that she's having a fabulous time here. So odd. So very odd. And that's not even all I've noticed. But maybe I ought to move on to the manor now. They'll be waiting for me. At least I hope so. Genau. Als nächstes kommt also das Herrenhaus selbst. Und da würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge hoch. Also, bis denn.